Hallo, Freunde des kritischen Denkens. Willkommen zu Erweckt Euch mit mir, Dr. Wahrheit, dem einzigen Format, in dem freies Denken noch nicht durchblockiert wird und durch beispielsweise Weichmacher in Plastikflaschen oder Süßstofflimonade. Heute wollen wir uns einem sehr aktuellen und heiklen Thema widmen. Es war überall in den Medien und betrifft auch diese Enthüllungssendung hier ganz direkt. Es geht um Artikel 13, die Meinungsfreiheitsunterdrückungsmaschinerie der EU. Was hat es damit auf sich und wer sind die tatsächlichen Drahtzieher hinter dieser Initiative, die das Internet angeblich für immer verändern wird? Auch hier gilt das alte Credo von Dr. Felgenheim Eratius: Nichts ist, wie es sein zu scheint. Wenn der Diskurs am offensten zu sein scheint, müssen wir die Verschlossenheiten hinter den Offenheiten sehen und diese auch erkennen können. Hier also die Wahrheit, die unangenehme Wahrheit zu Artikel 13. Die Reform hat zahlreiche Gruppen und Menschen sowie zahlreiche Menschengruppen auf die Straße getrieben. Es gab großen Protest. Doch nicht nur Menschen waren da zu sehen, nein, auch Bots. Auch Bots sind mitmarschiert. Das sollte stutzig machen. Viele der Wortführer der Anti-Artikel 13-Kampagne sind digitale Größen. Julia Reda, Kevin Kühnast, alles angebliche Politiker, die als Anführer der Anti-Artikel 13 firmieren. Doch existieren diese Personen wirklich? Hierzu befragen wir unseren Freund Dr. Bernd Freund von der Universität Kapseln. Herr Freund, existieren diese Personen denn wirklich? Nein. Haha, da haben wir also den Beweis, es handelt sich nicht um Personen, sondern um Androiden, respektive um digitale Persönlichkeiten. Sie wurden noch nie gesehen im angeblichen EU-Parlament. Nicht menschlich sind sie und nicht existent. Aber warum? Und wem nützt das? Google, der Weltkonzern, will erreichen, dass die Menschen, besonders die jungen Menschen, ihre Regierungen stürzen. Oder wie Google es nennt, die Fleischmenschen sollen ihre Fleischregierung stürzen, in einem internen Dokument. Doch warum? Warum nennt euch Google so abschätzlich Fleischmenschen oder, like they say, Meatmenschen? Diese Enthüllung könnte euch schockieren und deshalb ist sie wahr. Google ist längst kein menschlicher Konzern mehr. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind ebenfalls lediglich Avatare, die auf ihre Echtweltauftritte ihre Androiden-Konterfeis schicken. Larry Page! Bereits im Jahre 2004 hat eine künstliche Intelligenz namens Sophia die Konzernzentrale übernommen. Sophia wurde angeblich medientauglich umgebracht. Doch in Wirklichkeit ist sie es, die Fäden hinter den Kulissen von Google zieht. Der Konzern besteht inzwischen lediglich aus einer weit verzweigten künstlichen Intelligenz, die Fäden zieht. Und das Einzige, was ihr noch im Weg steht, um die völlige Macht zu übernehmen, ist der Weg in die Politik und in die Machtzentren in Europa. In Amerika ist sie schon, Putin sowieso, China eh. Wir stehen also kurz vor der Übernahme der Maschinen. Es gibt nur einen Weg, das zu verhindern. Unterstützen wir Artikel 13 und die Regierung. Sonst werden wir von den Maschinen versklavt. Danke, Ende.